Ja, vielleicht hat er hier eine wahre Plage sogar am Hals, ja. Rattenplage. Die laufen von alleine ins Feuer. Das Bild, das ließ mir aber eben eher drauf schließen. Jetzt haben wir ein bisschen Wind wieder von außen. Das ließ mir aber eben darauf schließen, dass er die wahrscheinlich sogar schon ja abgefackelt hat, ne? Ach so, die haben wir auch gemacht. Oh, Leute. Hat das nur wieder für einen Sinn? Kannst du nicht machen. Kannst du nicht öffnen. Licht. Siehst du da? Habe ich gar nicht geguckt gehabt. Gleich macht das Klatsch und wieder eine Falllucke. Weil der Raum da hinten schön beleuchtet ist, schön hell einladend, ja. Aber Lichtschalter haben wir hier irgendwie nicht. Mir auch gar nicht daran zu treten, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann gleich wieder. Ja, wenn das nur eine Fallluke wäre, die ganz einfach so aufgeht, aber wenn das so laut ist auf Ohr, du, da schreckst du richtig dolle zusammen. Aber wir werden mal durch. Oh, die schönen Effekte, ey. Wie schön das gemacht ist. Insgesamt auch. Wenn mir einer hört hier, die müssen auch denken, ich bin die Dichte. Alter. Ich glaube, oh, ich bin bestimmt 20 Jahre älter nach dem Spiel hier. Du. Schwede, ich hätte so gern gewusst, was da unterstand noch. Den läuft was aus den Augen. Die hängen auch. Ja, wahrscheinlich hätten wir das jetzt auch nicht mitnehmen müssen. Wieder so ein Raum. Beim nächsten Mal wissen wir Bescheid. Na, ich glaube, beim nächsten Mal, da weiß das Spiel auch Bescheid. Weißt du, da hängt dann wieder ein Kamin, über ein Kamin ein Bild und dann passiert nichts. Knallst du zu? Nee. Ich kann die Kopfhörer auch nicht leiser machen, weil ich weiß, dann wird der Ton für euch auch leiser auf YouTube. Automatisch. Das ist es ja gerade, sonst würde ich mir den ein bisschen leiser stellen, weil ich habe vorher natürlich nicht abgecheckt gehabt, wie laut das überhaupt ist. Nur mal kurz eben, wie gesagt, getestet gehabt, ob das prima läuft, das Spiel. Und ein bisschen ja in der Vorhalle rumgewankt bin ich. Und da dachte ich mir, na, die Schritte, die hörst du ziemlich leise, das wird wohl nicht so laut sein, das Spiel. So, ah, da kommen wir zurück. Haben wir hier denn eine zweite Tür? Ja. Oh, ich will das nicht aufmachen. Das ist ein viel zu großer Schrank. Na, komm schon. Der?
Geht nicht. Doch, der geht. Wir haben wieder ein bisschen Regen. Boah, wir sehen da sogar was. Ein bisschen von draußen. Lass uns die mal aufmachen hier, die Tür. Aha. Okay. Also wieder der nächste Schockmoment hier bestimmt. Extra mit Absicht vorbeigeguckt. Ich traue mir auch schon gar nicht mehr umzudrehen. Und das hat mir eben doch ziemlich dolle mitgenommen da mit den Büchern. Alter. Das ist aber wirklich nur auf solche Schockmomente aufgebaut, das Spiel. Oder die, der Horror, der wird dadurch erzeugt. Was mir persönlich ja zusagt, sage ich mal, ja. Mehr zusagt, als wenn du dann noch irgendwie Trouble hättest jetzt hier mit irgendwelchen Kämpfen, mit irgendwelchen Steuerungen, mit der du dir rumplagen musst, weil dein Rohr so zäh ist oder so, mit dem du auf das Monster eindrischst oder so. Das ist schon eigentlich gar nicht so verkehrt, das Spiel hier. Sagen, ist jetzt das Let's Play lang. Ich hoffe, ich kann noch ein bisschen machen. Nicht, dass die Festplatte ausgeht und ich dann tatsächlich hier Probleme kriege, das Let's Play zu vollenden, ja. Dass ich dann, ja, im Notfall müsste ich ja dann, vielleicht gibt es Rücksetzpunkte, doch, da war ein Kapitel, glaube ich, im Hauptmenü gewesen, dort wurde Rücksetzpunkte wahrscheinlich vorfindest drin in dem Menü. Und dann würde ich es darüber lösen können. Aber ich mache mir gerade echt Sorgen über den Festplattenplatz wieder. Ich denke mal, 6 Stunden müssten noch okay sein. Und das Wein, das kommt von hier drin. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. War sie am Baggern? Geht's dort weiter? Ja. Dort geht's um die Ecke herum. Handschellen an den Händen, oder? Oh, sorry, dass ich gerade ein bisschen ruhiger bin, ja. Aber ich dachte mir, vielleicht auch mal ein bisschen Atmosphäre mitnehmen vom Spiel, ja. Nicht, dass du alles übersappelst oder so. Zeugs. Gucken wir noch mal drüben, ob sich die ebenfalls öffnen lässt, diese Tür. Nee.
Also müssten wir dort, denke mal, einen Schlüssel finden. Dann finden wir dort wieder einen Schlüssel und dann können wir die Tür dort öffnen. Allerdings kann ich mir da natürlich auch irren, weil so stelle ich es mir bestenfalls vor, natürlich. Ja, zack, zu, das Ding. Oh. Weißt du, das sollte mal der Deitch spielen, Alter. Da sollte ich den Deitch mal vorsetzen. Der hat immer große Fresse. Ich sag alle Horrorspiele auf hart. Ja, da muss er sich mal vorsetzen, der Deitch. Aber ja, bei dem Deitch, da fällt mir immer wieder auf, der hat auch keine Geduld, irgendwie Texte zu lesen oder so. Und dadurch kriegst du ja erst so ein bisschen was von der Story hier mit, ne? Das ist ja das, was das Spiel halt auch ausmacht. Du willst ja wissen, was hier vor sich geht. In dem Haus mit den Pärchen und dem kleinen Kind. Und da ist er nicht so der Typ, der hat keine Geduld, der Deitch. Schade eigentlich. Na gut, vielleicht kommt er noch. Vielleicht hat er die auch nur bei mir, nicht vom PC. Vielleicht zockt er zu Hause anders, gelassener, ruhiger. Dass er wirklich alles mitnimmt aus euch Spiel, ja? Und nicht wirklich jede Missionsbesprechung da irgendwie wegtippt oder so, jede Zwischensequenz. Oder das liegt an der Generation, weil ich glaube, der Rob, der ist genauso ungeduldig. Dicht. Dicht ist er, aber ungeduldig, naja, ist er auch. Scherben, ein Weinkeller? Sind wir hier tatsächlich mit mal wieder im Keller drin? Oh, hier hat's gebrannt, oder wie? Zack, zu. Ey, wie schnell das geht, ne? First step is the hardest. Der erste Schritt ist am schwersten. Oh, hier passiert gleich wieder was. Pass auf. Wie wir ja wissen, als Horrorfilm, als Horrorspiele-Fans. Solch düstere Musik verheißt oftmals nichts Gutes. Der erste Schritt ist am schwersten. Ach, wenn du drauf bleibst mit dem Cursor. Erst nach kurzer Zeit kommt dann die Schrift unten drunter. Ich denke mal, das hätte auch funktioniert, sage ich mal, bei dem Gemälde. Dort am Kamin, am letzten Kamin. Bei dem großen Gemälde, da stand auch darunter auch ein kleiner Text und hätte ich da vom Weiten vielleicht draufgehalten, eine Sekunde, zwei, ist dann ebenfalls ein Untertitel erscheinen hätte sein können, dass ein Untertitel erscheint dort. Oh, ach, die Küche, da waren wir schon drin, da waren wir schon drin. Wir wühlen hier tatsächlich in Erinnerung, möchte sagen. Natürlich, das ist ja nicht normal, dass sich das Haus so verformt. Ich denke nicht, dass da irgendwelche Aliens dran schuld sind. So, klatsch mal zu hier die Tür. Zack. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und ich glaube, ich weiß, was hier passiert, weil ich hatte mal ein Video auf YouTube gesehen und da war genau diese Szene. Das glaube ich zumindest. Weil das ist schon eine Weile her, aber hat da eben was geflaggert? Ja, ja, das ist die Szene. Scheiße. Aber ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, weil ich wollte mir das Spiel nicht spoilern. Das kam so ziemlich zum Anfang des Videos. Und dann habe ich hier schon aufgehört gehabt, bei dem Wummern dort an der Tür. Spielt jetzt diese Waage eine Rolle?
Weil wir haben da auch einen anderen Finger, ne? Sonst haben wir ja immer eine komplette Hand. Und hier haben wir bloß den Zeigefinger. Ich warte nur noch, bis da drin dann eben einen Kopf oder sowas plötzlich auftaucht, ja. In solch... Oh, guck mal hier. Minded Mice. Mindset. Minced Mice. Starving me out. Ich werde es mir mal geben. Ja, ich habe immer dann eben Angst. Ich möchte erst alle durchgucken. Falls, also alles aufdecken, da wo man eben halt lesen kann und so. Aber ich habe immer Angst, dass wenn ich das jetzt nehme, dass ich dann höchstwahrscheinlich, dass der Raum sich dann so verändert, dass du hier dann gar nicht mehr drankommst überall, ja. Dass du dann plötzlich wieder in einen anderen Raum landest oder so. Und deswegen will ich erst immer gucken, bevor ich hier irgendwie was triggere, durch dieses Bild höchstwahrscheinlich ein weiteres Event, sagt man ja so, in solch Videospielen oder so, unter Programmierern oder so, da sind das immer Events. Also bestimmte Aktionen, die werden dann halt getriggert, ausgelöst durch irgendwelche bestimmten Geschehnisse, wie zum Beispiel, wenn du so ein Bild hier anklickst oder so, dann passiert irgendeine Aktion da drauf im Hintergrund oder so. Und da habe ich immer Angst, dass ich dann hier weniger mitbekomme, was sonst noch so hier in dem Raum los ist, weil das wäre mir dann natürlich auch viel zu schade, irgendwelches andere Zeugs dann nicht mehr entdecken zu können auch, ja. Deswegen checke ich erst immer ab, okay, hier kannst du rangehen, das bleibt aber da hängen. Selbst wenn ich da hinten jetzt drin rumkrame, wird das hier sicherlich hängen bleiben. Aber wenn ich, ja, wie gesagt, wenn ich da jetzt rangehen würde, dann könnte das natürlich auch sein, dass sich dann hier alles verändert und man dann hier nicht mehr weiter entdecken könnte. Und deswegen mache ich das auch so. Deswegen gehe ich da nicht direkt ran, sondern möchte hier möglichst alles auch für mich selber natürlich. Für euch auf YouTube natürlich auch, aber auch für mich selber. So viel wie möglich aus dem Spiel heraus mitnehmen, ja. So viel wie möglich aufsaugen auch. Haben die Früchte rausgefallen und sind verfault. Oder zumindest, ja, was war das? Nee, eine Orange war ja das nicht. Das sah mir aus wie eine Orange. Aber, hier hast du ja keine auf dem Bild, ne? Äpfel? Und was weiß ich, eine Zwiebel hier? Kartoffeln da unten? Ich glaube, eigentlich brauche ich die auch nicht mehr zumachen. Weil jetzt ist eh egal, ob wir das offen lassen oder nicht. Oder ob wir Licht anlassen oder auslassen. Ausmachen, das ist eigentlich alles egal. Da können wir hier ruhig mal ein bisschen was offen lassen. Oh, jetzt grummelt es aber auch im Bauch, du. So, da ist Suna, hatten wir ja schon mal gecheckt gehabt. Und wenn das jetzt mit der wummernden Tür hier schon war. Oh. Okay, das wusste ich nicht. Pff, ich traue mir auch ehrlich gesagt, mich nicht umzudrehen. Die Tür geht nie weiter auf. Da ist eine Mauer hinter. Muss. Alter. Komm ich jetzt an dem Bildchen noch ran? Nee, siehst du, das meine ich ihm. Ah, das hätten wir mitnehmen können. Das war verkehrt von mir wiederum gedacht. Weil ich dachte, da geht's vielleicht in den nächsten Raum rein, aber dass die Tür da irgendwie ein Event triggern würde,
Ja, das weißt du ja vorher dann nicht. Okay. Hier ist ein bisschen. Von der Lautstärke her noch in Ordnung. Was? Ist nicht hier? Doch, da kommst du wahrscheinlich doch noch hin. Was ist denn hier los? Wo? First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Wir haben's mitgenommen. Ist das tatsächlich hier ein Puzzleteil? Da hämmert wer an der Tür?